Komm schon, Sam. Mach auf. Wir müssen weiter. Immerhin befinden wir uns hier auf Indianergebiet. Nicht gerade der beste Ort, um Staub anzusetzen. Oh, Mann. Das waren kaum 3 Stunden Schlaf. Los, lass dich nicht so hängen. Zeig mir lieber mal, was du noch so drauf hast. Na schön. Wen oder was soll ich für dich in die Luft jagen, damit du wieder Vertrauen in meine Qualitäten fasst? Bist du immer noch so geübt im Werfen von Dynamitstangen? Soll das ein Witz sein? Vor dir steht der größte TNT-Experte westlich des Mississippi. Komm her, überzeug dich selbst. Wetten, dass ich eine TNT-Stange genau auf den schmalen Landstreifen auf der anderen Uferseite des Flusses werfen kann, ohne dass sie dabei ins Wasser rollt und ausgeht? Na, da bin ich ja gespannt. Und damit haben wir jetzt auch sein Tutorial. Ganz andere Fähigkeiten und natürlich wieder mehr Möglichkeiten für uns. So, da, mit dem Mauszeiger auf die Stelle klicken, wo das mit hinten hinwerfen soll. Okay. Genau, er kann das ordentlich weit werfen, so schon. Plus, es springt ja sogar noch rum, wie ihr seht. Das heißt, wenn ich es da hinwerfe, zack, und genau wie die Linie es gezeigt hat, landet es weiter. Verflucht, wo kommt der denn her? Scheint, der Knabe hat uns belauscht. Es ist wohl besser, wenn du ihn fesselst. Aber zieh die Stricke nicht so fest. Es reicht, wenn wir ein paar Stunden Vorsprung haben. Bis dahin haben wir das Indianer-Territorium längst verlassen. Sehr schön. Fesseln auch sehr praktisch. Auch das verhindert, dass wir töten müssen. Lass uns losreiten. Wir müssen weiter nach Osten. Alles klar. Ich gucke mir noch schnell die Map an. Gut, Tutorialbereich ist relativ leer. Aber es darf es ja sein. Auch wegen dem Tutorial kann ich gerade John nicht steuern, das ist der einzige Grund, keine Sorge. Los, vorwärts! Halt, spar dir die Kugel. Was hast du vor? Ich habe einen Sack dabei, da wandert unser geschuppter Freund rein. Wer weiß, wozu er uns nochmal nützlich sein wird. Eine Schlange im Sack ist immer eine gelungene Überraschung. Für Menschen, die unachtsam daran vorbeimarschieren, ebenso wie für Pferde. So sieht's aus. Achso, einfach aufheben? Okay. Jetzt haben wir auch die im Inventar. Komm schon! Wo soll ich die Schlange hintun? Okay, ich teste es mal kurz. Klappt ja wie am Schnürchen. Genau, und dann liegt die halt da rum. Sehr schön. Klappt ja wie am Schnürchen. Spielen wir es hart. Komm schon! Verdammt. Sieht so aus, als kämen wir hier nicht weiter. Wow, siehst du da drüben die alte Gatling? Ich frage mich, ob sie noch funktioniert. Komm schon, wir müssen weg. Ich will nicht so enden wie der da drüben. Gib mir nur 5 Minuten. Ich kann so einem Baby einfach nicht widerstehen. Okay. Anscheinend auch eine Fähigkeit, die nur er hat. Alter. Cool. Ah, hat sogar ausgebracht. Warte, in den Trümmern liegt was. Sieht aus wie ein Pulverfass. Na, wer sagt's denn? Da haben wir doch schon die Lösung für unser Problem. Was hast du vor? Zeit für ein kleines Feuerwerk. Ich glaube, er mag Explosionen. Mit dem kann man ordentlich Spaß haben. Das macht Spaß. Dann stell es mal hier hin. Achso. Jetzt mache ich hier die Linie. Dann steht mit Masse das Wasser ab, weil man bestimmt schnell mit. Danach Pulver. Achso, man kann es nicht immer machen, okay. Danach Pulver. Ich weiß nicht, wie viel Abstand wir halten müssen. Aber ich denke, es reicht. Na dann, ab geht's. Kaboom. Du hast tatsächlich noch nichts verlernt, Sam. Na, sag ich doch, Mann. Das macht Spaß. Und damit auch sein Tutorial abgeschlossen.
Hast du etwas herausgefunden? Ja, war gar nicht so einfach, unbemerkt in die Stadt zu gelangen. So wie es aussieht, wollen sie deinen alten Kumpel aufknüpfen. Allerdings warten sie noch auf den Pfarrer. Der soll ihm wohl noch die letzte Ölung verpassen. Muss jeden Augenblick hier auftauchen, der Bursche. Hm. Sonst noch was? Am anderen Ende der Stadt habe ich eine Kutsche gesehen. Der Aufschrift nach gehört sie diesem McCoy. Scheint, als wäre sie bis unters Dach vollgestopft mit Chemikalien und Wunderheilmitteln. Der Wagen gebe bestimmt ein hübsches Feuerwerk ab. Okay, hier ist mein Plan. Zuallererst müssen wir dem Pfarrer auflauern und ihn für einige Zeit ins Reich der Träume schicken. Und dann siehst du zu, dass du irgendwo ein Fass TNT auftreibst und die Kutsche hochjagst. Ich werde in der Zwischenzeit die allgemeine Verwirrung nutzen, um Doc zu befreien. Na schön, aber ist der Bursche den ganzen Aufwand auch wirklich wert? Glaub mir, er ist es. Und noch was. Halt unterwegs Ausschau nach ein paar Pferden. Schätze, wir werden später ganz schnell von hier verschwinden müssen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Warte, ich höre ein Pferd. Mhm. Interessant. Klarer Fall. Ich will nix. Kannst weitergehen, mein Freund. Und damit haben wir sogar ein Pferd. Ich denke, für die Seile haben wir... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich sag ja, es passieren manchmal Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Okay. Hauptsache, er hat nichts ausgelöst. Das war wichtig. So. Hast du ihn jetzt gefesselt? Genau. Dadurch haben wir auch den kleinen Vorteil. Kleinigkeit. Dass letztendlich... Ja, er nie wieder aufwacht. Und ich habe ihn, wie gesagt, nicht getötet, was in eigenen... einigen Leveln notwendig ist. So. Und das Level wird definitiv komplexer, vor allem weil wir jetzt mit zwei Charakteren tatsächlich spielen müssen. Wir haben zwar mehr Fähigkeiten, aber auch die sind hier notwendig. Und wenn wir ihn befreien, gut, wahrscheinlich kommt erst ein Tutorial. Ist das irgendwie unschärfer als sonst hier? Naja. Ja, das wird tricky. Ach du Scheibe. Was ist eigentlich dieses Plus hier? Achso, das ist ein Item. Das ist wahrscheinlich meine Schlange. Ja, okay. Wie in alten Zeiten. Okay, okay. Ja, da stehen schon die ersten, deswegen bin ich so vorsichtig. Ich weiß zwar nicht, warum die was gegen mich haben, warum ich nicht einfach reinspazieren kann. Weil ich meine, als ob ich bekannt bin, aber na gut. So, was waren deine Fähigkeiten? Schießen. Das Schießen haben wir gar nicht geübt mit ihm, aber ist wahrscheinlich dasselbe Prinzip. Das ist eine Schrot, denke ich, deswegen natürlich stärker. Dynamit haben wir nur eins. Seile haben wir unendlich und die Schlange haben wir wieder. So, hier soll es auch ein Item geben. Ah, das TNT-Fass, okay. Und, was ist da oben noch? Müssen wir erstmal finden. Das hier? Das ist zumindest vor dem Gegner. Was soll das sein? Ich erkenne nicht, was es ist. Aber gut. Ich dachte, ich habe ein Pferd und dann rennt das weg, weißt du? So, aber um die Pferde kümmere ich mich eh später. Erstmal muss ich hier rein. Wo gibt es hier Verstecke zum Reingehen? Zack, zack, zack. Schöner Zufall, dass wir genau natürlich jetzt kommen, wo er gehängt werden soll. Ich hoffe, da ist kein Gegner drin. Eigentlich sollte man das ja immer im Voraus überprüfen. Okay, ist alles gut. Auch keine Zivilisten, die mich ärgern. Kleinigkeit. Nein. Zack. Was reicht das noch? Wer da? Beeilung. Nein. Das ah!
Habe ich einen Quick Save gemacht? Nö. Joa. Ich habe zwar noch Charakter Nummer 2, aber letztendlich, der kann nichts. Das ist das Problem. Laut schießen will ich nicht. Kann ich ihn eigentlich so fesseln? Naja. Ja, Dynamit muss ich jetzt auch nicht übertreiben. Ja, ich mach's zum Spaß mal, aber letztendlich Neuladen ist die beste Taktik. Okay, hat Spaß gemacht. Hängt ihn her. Naja, ich muss ein Quicksave machen. Allein wegen der Sequenz. Ja, so wie es auch. Der soll muss jeden auch. Am anderen. Vielleicht schaffe ich aber dafür, das der Pferd mir zu holen. Der Wagen zu aller Ehre. Und dann siehst du, ich werde in. Na schön. Glaub mir. Und noch was. Schätze, wir werden. Das kommt nicht. Hamas jetzt, danke. Guten Tag, Sir. Was wollen Sie? Nix, nix. Heiße Sache das. Lassen wir es krachen. Achso, er rennt direkt. Ach, komm, 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 komm. Ja. Jetzt oder nie. Das war wichtig, das Pferd zu beruhigen. Das wollte ich. Wobei ich nicht weiß, ob es mir hier besonders hilft, wisst ihr? Weiter geht's. Na komm schon, steig aus. Zack. Heiße Sache das. Du bitte ihn fesseln. Sehr gut. Und du nimmst ihn mit. Sehr schön. Ach ja. Quicksave wollte ich machen, genau. Jetzt oder nie. Tja, und jetzt? Ja, und jetzt? Das frage ich mich auch. Okay, letztendlich, hier ist wenig los. Ich will hier hinten hin. Weil ich denke, von hier habe ich die besten Möglichkeiten. Vor allem, weil ich auch da das Ablenkungsmanöver kann. Den Rest muss ich mir noch genauer ansehen. So. Beeilung. Wer da? Ah! Ja, laden. Da ist aufgeräumt, ja. Wie krieg ich den denn? Dann wollen wir mal. Alles klar. So, zack. Wo ist der Typ? Da. Ich hoffe, diesmal passt. Ja, Try and Error ist natürlich auch ein wichtiges Element des Spiels. Vielleicht schleiche ich mal. Auf geht's. Der hört mich automatisch. Ich denke, das liegt am blöden Holz. Ich kann darauf nicht leise laufen. Und los. Ja, sonst. Dann wollen wir mal. Schwierig eigentlich. Jetzt oder nie. Das bringt ja gar nichts, dahin zu gehen. Nein, komm schon, komm schon, komm schon. Lauf, 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 lauf. Weiter geht's. Das macht Spaß. Ich liebe das. Auf geht's. Oh. Ich dachte, er kommt. Oh Mann. Ich liebe alles das. Klar. Das ist ja natürlich teilweise alarmiert. Vorwärts. Toll. Ja, und jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt. Vorwärts. Frag mich nicht immer. Weiter geht's. Da vorne kann ich den nicht umbringen, gell? Weil. Ja, da. Das ist ein böser, wobei ich nicht weiß, wie die Zivilisten hier natürlich reagieren. Oh. Als ob so ein Schuss in meinen kleinen Zeh so viel Schaden macht, weißt du? Kannst du mir doch nicht erzählen. Auf geht's. Angekommen. 73, weil in mein kleinen Zeh geschossen wurde. Ich will eigentlich nur rein in die Stadt. Das ist nur ein Gegner, der mir im Weg steht. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob das was wird. Na, mal sehen.
Ja. Oh, Holz schon wieder. Ich sehe schon kommen. Holz ist mein schlimmster Gegner hier im Spiel. Jetzt oder nie. Okay. So, wo bist du, mein Freund? Da. Holz ist echt ein fettes Problem. Kleinigkeit. Oh. Theoretisch ist es nicht vorbei, aber es ist halt zu viel Alarm geschlagen. Okay, ich kriege ihn nicht. Für den Fall der Fälle, falls sie herkommen, aber nö. Ach, und ihr lasst euren Freund einfach da? Dann wollen wir mal. Diesmal nicht. Wie in alten Zeiten. Für den Fall der Fälle. Baue ich zum dritten Mal auf. Beeilung. Alles klar. So, du fesselst ihn bitte. Wie in alten Zeiten. Ah. Ich habe aber was ausgelöst anscheinend. Jetzt läuft da einer mit dem scheiß Pferd rum. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Die sind sowas von aufgeschreckt. Ja, sowas von. Heiße Sache das. Lassen wir es krachen. Nein. Platz da. Komm nicht her, ich muss es nicht ständig das machen. War einfach. Platz da. Hast du dich wieder beruhigt? Spielen wir es hart. Für den Fall, dass er nochmal kommt mit dem Pferd, kriege ich ihn so kalt. Aber ich denke, ich habe freie Bahn. Hängt der fest da eigentlich? Der Typ stört mich eigentlich fast schon mehr, der da oben. So. Also wenn der festhängt, egal ob bugmäßig oder nicht, habe ich meine Ruhe zumindest. Es gibt zwar einen Eingang an der Tür, aber keinen Ausgang. Das nervt mich ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob die sich zu zweit da reinkuschen können. Ich weiß auch nicht, ob der Versuch mir gefällt, deswegen mache ich keinen Quicksave. Ja. Hä? Hä? Achso, der macht meine Schlange kaputt. Ist jetzt dauerhaft kaputt? Nein. Okay, der Versuch gefällt mir nicht. Es tut mir leid, aber der Versuch gefällt mir nicht. Letztendlich, der muss anders gekillt werden. Wohin läufst du denn vor? Bis hierhin. Gut. Dann mache ich jetzt das hier. Nein, ich 25 Sekunden sollten reichen. Du gehst bitte hier hin. Geduckt natürlich, dass der Zehen niemand sieht. Jetzt muss das Ding noch richtig getimed sein. Ich glaube aber, es war ein bisschen zu lange. Oder? Und so. Pff.
Okay, hol sie das Ding. Beeilung. Vorwärts. So. Beeilung. Kleinigkeit. Komm her. Komm her. Put, 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 put. Ich will dich endlich loswerden. Dann wollen wir mal. Weiter geht's. Wer da? Ist das du? Oh, oh. Hey, warte! Ich hab dich doch voll überrascht. Ach, kannst mich mal. Jetzt oder nie. Okay, ich töte ihn fertig. Ich wollte brav sein, aber nein. Vorwärts. Oh, er kommt schneller als erwartet. Leider ist es wegen meiner. Den Timer falsch gesetzt. Das wird wieder so knapp nicht passen, ja. Vorwärts. Vorwärts. Zack. Jetzt oder nie. Zuerst ducken. Und dann kill ich ihn einfach mit dem Wurfmesser und fertig. Das ist still, das ist leise und trotzdem ist er weg. Bin ich doch kein so lieber. Wer da? Kleinigkeit. Alles klar. Oh, oh, ich dachte schon, ich verfehle noch. Auf geht's. So, Messer, das, da ist. Jenes habe ich, sehr schön. Vorwärts. Den muss ich natürlich nicht mehr fesseln, der steht nicht mehr auf. So, das war ein guter Versuch. Das kann ich abspeichern. So. Alles klar. Man kann auch, wie gesagt, jeden loswerden letztendlich. Das ist ja kein Thema. Aber ich bevorzuge eher komplett still und leise hier durchzugehen. Das sind zwei Verstecke, gell? Ja. Oh, jetzt kommt er. Das passt mir sowas von gar nicht. Warum ist er jetzt unten? Weiter geht's. Ja. Dann wollen wir mal. Hallo, geht doch. Sieht er mich von da? Nein, gell? Uff, na. Ah. Spielen wir es hart. Das hat er gesehen. Au! Oh, okay. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, ob das Probleme macht. Übrigens, was man auch bedenken muss, die Gegner auf der Karte, das müssen nicht alle sein, gell? Ich sehe die Gegner in den Gebäuden nicht. Da könnten theoretisch noch 30 versteckt sein. Das heißt, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird, plötzlich kommen irgendwie 50 raus. Und dann habe ich ein Problem. So, kann ich bitte das hier? Danke. So. Du hast dich wieder beruhigt? Ja, fast. Ist ein bisschen aufmerksamer, aber sonst ruhig. Der macht hier seine Runden. So, ich bräuchte aber mal ein bisschen Anweisungen. Lassen Sie auf jeden Fall das Erfahren den Garten erreichen und versuchen Sie ihn unbedingt vorher schon außer Gefecht zu setzen, ohne ihn dabei allerdings zu töten. Ah, seht ihr, den hätten wir nicht töten dürfen überhaupt, sonst wäre es vorbei, weil Fahrer töten ist, ja. Nicht so gut fürs Karma. Versuchen Sie anschließend mit Cooper Doc vom Galgenstrich zu schneiden, um die aufgebrachte Menge abzulenken. Können Sie ein kleiner Rat, ist nicht was. Okay. Also Docs Kutsche ist auch das nächste Ziel. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht genau, wo ich mich verstecken soll. Ah! Ah ne, guck nicht her, gell? Auf geht's.
Was? Okay, ich weiß gar nicht, wohin ich soll. Angst. Da ist ja noch einer. Das ist ein Gegner. Ich habe das gar nicht als Gegner registriert. Weiter geht's. Okay, solange es ruhig ist, will ich mir Ding holen. Auch das TNT-Fass. Weil ich weiß nicht, was abgeht, sobald ich das Feuerwerk mache. So, du musst noch weg, bitte. Oh, ja, ein Zivilist schreit da immer rum. Kann ich mich irgendwo verstecken? Nö. Die Antwort ist sowas von ein fettes Nö. Ja. Nee, das geht nicht, wenn die so aufgescheucht sind. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Hier? Wieso das denn? Wie in alten Zeiten. Okay. Jetzt oder nie. Wie in alten Zeiten. Dieser Typ nervt mich, ja. Kleinigkeit. Heiße Sache das. Raus an meiner Stadt. Ja, seht ihr, da kommen immer mehr raus. Diesmal hat er gesehen, wo ich war. Okay, öfters speichern. Nicht vergessen. Weiter geht's. Klarer Fall. Und los. Platz da. Angekommen. Kinderspiel. Okay, der Zivilist hat mich zwar kurz gesehen, aber er versteckt sich nur. Er schlägt keinen Alarm, da heißt alles gut. Alles in Ordnung. So, ich muss warten, bis der Chef da oben wegguckt. Der sieht auch irgendwie stärker aus als alle anderen. Na, ich warte, bis du komplett wegguckst. Komm schon, bevor der seine Runde macht. Heiße Sache das. Angekommen. Sieht er mich hier? Ja, sieht er mich. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, gell? Angekommen. Da brauche ich einen Plan. Auf geht's. Wie in alten Zeiten. Beeilung. So, bis hierhin komme ich ja. Ich will eigentlich die zwei nur wie vorhin hier hinbringen, aber ohne natürlich Panik zu verursachen. Das Pferd kann mir leider nicht helfen. Wo ist das Pferd hin? Da. Weil damit bin ich auch gleichzeitig laut. Oh, ich will McCoy endlich haben. Ganz schlechte Position, mein Freund. Ganz schlecht. Ich liebe das. Immer noch ganz schlechte Position. Wohin rennt er? Ja, und jetzt? Kinderspiel. Warum wurde er aber... Ach komm. Ich habe ihn gar nicht dahin geschickt. So, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das Problem ist, der Zivilist geht mir halt sowas von auf den Sack, weil der petzt sofort.
gehst du hin? Bleibst du nochmal stehen? Nein. Ich komme da nicht mehr hin. Der erste Versuch war echt der beste. So. Der Zivilist sieht mich, er aber nicht, deswegen habe ich meine Ruhe. Das Timing zwischen den beiden muss halt richtig sein. Da waren auch Gegner drin, soweit ich weiß, beim letzten Mal, gell? Ich weiß nicht, ob die hier oder hier waren, aber auf jeden Fall gefährlich. Du musst noch wegschauen. Na komm schon, komm schon, komm schon! Das macht Spaß. Auf geht's. Oh, der alarmiert ihn wieder. Ja, jetzt geht wieder diese Party ab, ja. Guck mal, wie viele das sind. Jetzt oder nie. Das war einfach. Na, mal sehen. Mal sehen, ob das TNT überhaupt ruhig bleibt. Und los. Ja, da kommt er aber schon. Angekommen. Es gibt keine. Nee. So schnell schaffe ich es nicht, die außer Gefecht zu setzen. Hallo. Ja. Die vor allem erst schießen und dann Fragen stellen. Weißt du? Nichts von Anstand kennen die hier. Soll ich vielleicht doch woanders lang? Nee, ich will aber zu dem Wagen. Ich muss ja, das wäre Quatsch, ganz außen herum. Vor allem die Karte geht da gar nicht weiter. Geht gar nicht. Das Timing von denen ist sowas von dämlich. Und töten kann ich sie nicht. Keinen von beiden. Guckst du eigentlich? Schon ein großer Radius. Heiße Sache das. Und los. Klarer Fall. So, das Timing sollte ja. Wieso jetzt so früh hat er sich gedreht? Das letzte Mal hat er doch 100 Jahre gebraucht. Vorwärts. Heiße Sache das. Ich dachte diesmal. Ach komm. Ist ja egal, was ich denke, es klappt eh nicht. Ja, wie am Schnürchen. Nein, 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 nicht rennen, nicht rennen, nicht rennen. Oh Gott. Okay, der Zivilist. Eine Sekunde zu früh. Das kriege ich schon hin. Eigentlich jetzt sofort. Hä, warum bist du jetzt unten? Ich sag, die ändern regelmäßig ihre Sachen. Wieso schießt ihr überhaupt auf mich? Was habt ihr gegen mich? Ich hab niemandem was getan. Also, von dem ihr wisst. Hallo? Oh, ich hab doch 10-mal schon gesagt, lauf los. Lassen wir es krachen. Weiter geht's. Und ja, kurz gesehen, aber sonst nichts. Alles gut. Ich mache hier noch kein Quicksave, weil ich nicht weiß, ob das Timing und alles passt. Guck mal, die hat das Feld auch im Blick. Da, den habe ich auch schon längst gesehen. Nichts bemerkt, also zumindest nichts Drastisches. Oh,
Okay, schön ducken, dann bemerkt er mich nicht so früh. Aber es läuft. Dann schlagen wir den mal kurz K.O. Der nächste bitte. Auf geht's. Jetzt kommst du ganz nach hinten. Die Hühner gehen ab, ihr hört's. Aber es ist keiner in der Nähe, den das interessiert. Also ist es mir auch egal. So, jetzt fesselst du ihn bitte. Hallo? Ich hab gesagt, fesseln. So, genau, jetzt kann ich mir das Fass holen. Heiße Sache das. So, hier kann ich mal abspeichern. Yay, jetzt habe ich den Tee. So. Wir haben es geschafft. Wir sind hier drin. Der Einzige, der hier im Kreis läuft, ist der hier. Der stört mich sowas von null. Ich mache mal hier auch ein Ding. Einen regulären Speicherpunkt. TNT nenne ich das jetzt mal. So. Warum wollte ich gerade mit WASD steuern? Das funktioniert hier nicht. Wie groß ist denn das Wichser? Ich kann auch hier hingehen, sehr gut. So. Ach, das Problem. Okay, einer bewacht. Ah, das sind zwei. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Angekommen. Kinderspiel. Das hab ich gar nicht gesehen. Ach so, und Zivilisten. Oh, wird hier immer schwieriger. Das ist ja ein Hochsicherheitstrakt. Wie soll ich denn da rankommen? Ich denke, Zivilisten darf ich absolut nicht töten. K.O. schlagen, vielleicht. Das weiß ich nicht mehr. Oh, dann der Typ. Ja, was? Wie habt ihr euch das vorgestellt, bitte? Nur so mal als Frage. Wie soll ich da hin? Also, du stehst mir im Weg. Alle stehen mir im Weg. Ich könnte zwar den... Ich wollte sagen, zum Spaß den ausschalten, aber die hat ihn im Auge. Deswegen bringt das mir gar nichts. Ich könnte schnell durchgehen. Ja. Doch, ich brauche aber beide dafür, letztendlich. Hau du erstmal ab, du störst mich sonst. Und los. Klappt ja wie am Schnürchen. So. Weiter geht's. Das war einfach. Dann wollen wir mal. Spielen wir es hart. Angekommen. Das war einfach. Mhm. Klarer Fall. Hallo, rennen, danke. Braucht eine Schlange. Ich liebe das. Seht ihr das überhaupt, was ich machen möchte? Ich weiß es gar nicht. Beeilung. Es funktioniert nicht. Die Schlange wird er sehen, er schießt und das war's. Was ist das? Ja. Hofmeister kann ich aus dem Winkel nicht. Oh. Ah, die Schlange hat ihn doch getötet. Das war nicht mein Wurfmesser. Mhm.